Hey, Freunde! Da bin ich wieder mit Amnesia, aber ich bin immer noch nicht alleine. Diesmal begleitet mich... Sharon Vinyard. Richtig. So, du leidest jetzt mit mir. Okay, probieren wir's. Und, ja, du wirst leiden. Nee, wir sind im letzten Part hier stehen geblieben, bei unseren Freunden da, hatten eine kleine Party. Und, ja. Wow, uns wird schwindelig. Ja, wieder zu viel getrunken. Oh ja. Boah. So, und jetzt zapfen wir dem noch ein bisschen Blut ab, denn der könnte ja noch ein bisschen Restalk haben. Bezweifle ich. Nein, er tut's wirklich. Oh Gott, ich kann nicht hinsehen. Ach, ich muss hier Gefäß, ne? Ja. Oh, das ist so eklig. Komm, jetzt, dieser Gegenstand kann hierfür nicht verwendet werden. Hä? Hm? Was ist? Würdest du jetzt bitte das Blut aufsammeln? Der tut's nicht. Brauche ich vielleicht ein anderes Gefäß? Kann es sein? Das kann durchaus sein. Ich weiß es nicht. Moment. Nimm's mit deinen Händen. Saug's auf. Hm. Sagt er dir was dazu, wenn du das Blut anklickst? Ach, jetzt kann ich's. Wenn ich jetzt wiederkomme. Eben nicht. Blödkopf. So, jetzt aber... Nein, der will das nicht. Nee, er sagt dir, das Blut kann nicht ohne das richtige Werkzeug injiziert werden. Also brauchst du etwas, um das Blut zu injizieren. Nein. Ja. Doch, doch, ein Rohr. Ah, doch. Okay. Jetzt haben wir einen Strohhalm. Yeah! Ja. Kid. Jetzt mal mit dem Glas probieren. Ja. Nee, immer noch nicht. Hm. Das Rohr ist dünn, aber nicht dünn genug, um in eine Haut einzudringen. Aha. Ja, was bauen wir denn hier? Ah, das wird ja immer schlimmer. Jetzt? Immer noch nicht. Au! Ach, ich hab's mir injiziert. Ja. Ach, wie krass sind wir denn drauf? Boah. Jetzt bist du geimpft. Super. Und hast noch sämtliche andere Krankheiten mitgenommen. Oh mein Gott, das ist krank. Ich will raus hier. Oh Gott. Was ist... Ach, hier war die VIP-Party. Oh mein Gott. Was ist denn hier passiert? Oh. Hm. Jetzt, ohne Witz, die letzte... Oh, da redet jemand. Das Ende der letzten Party sah genau so aus. Wirklich. Ja. So, jetzt aber, na gut, hier scheint es nichts zu geben. Mal ein bisschen rumhüpfen. Ja. Schäm dich. Oh, mein Gott! Lass mich! Es ist 12.36 Uhr morgens. 26. Und ich erschrecke mich. Oh, um Himmels Willen. Ich wusste, dass das kommt und ich muss die ganze Zeit sagen, oh Gott, verrate ihn nicht. Er erschreckt mich bestimmt so schön. Du bist so gemein. Oh, es ist immer noch da. Das hört sich voll komisch an. Das hört sich nicht normal an. Tja. Mal nachgucken. Hallo? Oh. Ich bin umgefallen. Meine Psyche ist im Arsch. Ich höre jetzt ein Piepen. Ah, ich hab Tinnitus. Warum bin ich... Was ist das denn? Ein Monster. Ich glaube, der hat dich. Der hat mich. Aua. Verdammt. Schnell. Warum? Boah, wo bin ich denn jetzt gelandet? Hat es mich verschleppt?
Nein. Siehst du auch gerade zum ersten Mal, oder? Es kommt mir bekannt vor, aber ich weiß jetzt nicht genau, wo du bist. Na, super. Also vor diesem Monster, das da reingelaufen kommt, musst du auf jeden Fall fliehen. Das läuft nicht von alleine. Weit ich weiß. Oh. Nicht weinen. Los, Holly, bring es um. Ich kann nicht. Dann lass doch Age mal eine Runde spielen. Nee, lass mich mal ran hier. So, so, wo bist du? Komm her. Ich zieh dir die Ohren lang. Gott. Moment. Na? Kommt da noch was? Da kommt noch was. Gleich. Jeden Moment. Ja. Bin gleich soweit. Pass auf. Und lauf. Ich renn jetzt einfach vorbei. Aber wohin denn? Wo ist es denn? Hinter dir! Nein. Aber wäre schön gewesen. Ja, das wäre wirklich sehr schön. Ach, wir sind jetzt hier. Ah, alles klar. Ach so. Okay. Alles klar, dann müssen wir jetzt wieder zurück. Oh. Mhm. Oh. Telefon des Grauens wieder. Jetzt endlich. So. Die wunderschöne wilde Orchidee erschien wie ein Beweis für die Stärke der Natur, die in Brennenburg wachsen konnte. Leider waren es Alexanders Studien und seine Pflege und weiter habe ich auch nicht gelesen. Verdammt. Gut, dann, ja, was müssen wir jetzt machen? Nach unten, ne? Mhm. Ja, hier runter, genau, genau. Ich bin gerade so verwirrt. Angst vor Monster gehabt. Was? Angst vor Monster gehabt, was? Ja. Nein. Ich nehme mal hier ein bisschen Öl mit, vielleicht brauche ich das noch. Okay, es geht nicht. Ah, so, jetzt habe ich hier Blut in mir und ich kann hier durch, sagst du. Mhm. Dann vertraue ich dir mal. Na, vorher hatte ich der Dings da verletzt und du hättest nicht durch die Tür gekonnt. Ach so. Also ich weiß nicht, ob du da unten schon mal versucht hast, lang zu gehen. Nee. Na, okay. Der hat sicher Nein gesagt. He said no. Yep. So, jetzt aber hier die Tür öffnen. Ah, oh, das sieht doch so krank aus hier alles schon wieder. Och. Pilze! Ja, und die machen den giftigen Dampf. Ach so. Ich dachte, die machen mich groß. Mm-mm. Falsches Spiel. Oh. Ja. Nein, nicht Wasser. Och Gott, hier nicht Wasser. Bin mir gerade nicht sicher, ob dein Kumpel hier auf dich wartet. Da, ich habe wieder Frösche. Verdammt. Ich guck nicht hin. Okay, dann gehen wir jetzt weiter. Ah, ich weiß, wo du bist. Im Wasser. Da ist es. Folgen wir dem Monster oder? Darfst du entscheiden, kommen links oder rechts? Ich würde versuchen, geradeaus zu gehen. Okay. Aber. Wow. What's happening? What are you doing? Let me go! Please, don't take me! Nobody ever returned! Okay. Die haben ja jemanden mitgenommen. Aber, was aber? Da kommst du noch nicht durch. Ach so. Hm. Dann folge ich jetzt einfach mal dem Monster. Monster? Nein, ist nicht da. Hallo. Hallo. Ich komme, versteck dich. So, hier kann ich was bewegen. Das Rohr scheint locker zu sein. Ja, das Rohr ist locker. So, jetzt aber... kaputt machen mit Meißel. Okay, geht nicht. Dann mit das. Na, kann ja sein. Bestimmt. Aufspringen?
Könnt das. Ah, okay, okay, jetzt ist es ab. Hey. Ich bin gut im kaputt machen. Ja. So, wofür könntest du dieses Rohr wohl benutzen? Um noch mehr Blut abzuzapfen? Nein, dafür ist es zu groß. Na, wer weiß. Ah, hier liegt was. Ich könnte das benutzen, also jetzt, wenn ich jetzt so logisch nachdenke, um das da zu stoppen. Ding, 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 ding. Yay, aber ich glaube nicht, dass man das einfach reinwirft. Na? Ein kurzes. Ich schau mal kurz, was es hier links gibt, ja? Okay. Schau mir mal, was es hier so links gibt. Plitsch, platsch, oh. Oh, ich glaube, da ist jemand ausgebrochen. Oh ja. Was Großes. Ein Schmetterling. Genau, und das habe ich gedacht. Lass uns mal überraschen. Es war nicht? Nee. Jetzt bin ich. Oh, jetzt verlaufe ich mich hier noch. Oh! Dahinter war was. Weichei, Weichei. Das stimmt nicht. Kampfer. Kannst du die Leiter aufheben, die da im Wasser war? Ja, ich habe darauf gewartet, bis du fragst. Dann kann ich es tun. Ach so. Nee, geht nicht. Verdammt. Okay. Nee, geht leider nicht. Pilze, Pilze, Pilze. Da war was. Jetzt wird es bewegt. Ja, das kann durchaus sein. Hallo? 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 Hallo, Echo, Echo, Echo. Jetzt ist es alles so. Hier gibt es wieder einen Weg. Muss ich jetzt hier lang oder? Weiß ich nicht. Das werden wir gleich erfahren. Ach nein, das sieht wieder so rätselmäßig aus. Oh. So, hier kann ich was ziehen. Ziehen. Die Maschine ist laut, oder? Ja, die ist ziemlich laut. Du musst die Räder so verdrehen, dass sie ganz leise wird. Okay. Jetzt höre ich nur noch ganz leicht so. Gut. Warte, jetzt wird es wieder lauter, oder? Na, ich denke mal, so ist es dann irgendwie. Kannst du dich noch dran erinnern, wie das aussah? Nee. Nee, das ist dann wieder zu laut. Dann mache ich es jetzt. Kriege ich irgendwie so eine Nachricht, dass ich das geschafft habe? Nein. Nein? Na gut, dann gehe ich da jetzt auf. Aber jetzt geh mal zurück zu dem Wasserrad. Weichei.